Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir, Tier Pictures Gaming, zu Let's Play American Truck Simulator. Genau, ich wollte jetzt hier gerade mal schauen, was ich hier eigentlich so. So, da können wir einen schönen Auftrag machen nach Elko. Ja, das machen wir auch gleich mal. Ich habe mal gedacht, ich starte heute mal hier gleich da drin. Es spart ein bisschen Zeit. So. Jetzt müsste es natürlich eigentlich gleich hier irgendwo sein. Müssen wir jetzt mal schauen, wo das hier dann genau ist, wo wir den Anhänger abholen müssen. Und da scheint es schon mal nicht zu sein, hier rechts. Sehen wir da links irgendwie was? Ich sehe da bisher nichts. Also müssen wir da mal schauen. So, nein, Wipers hier, da. Genau, das habe ich gesucht. Nee, da hier ist schon mal nichts. Irgendwo. Ach so, klar. Da wäre ich jetzt natürlich wieder doof. Entschuldigung. Das sollte man auch nicht machen, während der LKW noch rollt, in Rückwärtsgang schalten. Das ist halt immer so ein Problem, weil es hier halt in den Spielen halt funktioniert, natürlich mit der Gangschaltung, weil es da keinen Widerstand gibt. Deshalb ist es halt auch nur logisch, dass dann der Motor absäuft. So. Jetzt da nochmal rein. So, jetzt müssen wir das natürlich hier annehmen. Und den können wir jetzt auch aussuchen. So. Nehmen wir doch heute mal wieder so was Langes hier, oder? Ja. Wir können uns das leisten, das passt. Jetzt kriegen wir bestimmt doch angezeigt, wo der LKW steht, hier der Anhänger. Ach Gott, ich wollte eigentlich gucken, wie es um meine Dings steht, hier um meine um meinen Zustand, wie wach ich bin. Oh Gott, das wird ja kritisch hier. Okay. Oha. So, das will ich aber erstmal kurz checken. Ah, das ist so in Ordnung. Das ist okay. Warte, einmal kurz. Nächste Pause 12 Stunden, Restzeit 12. Gut. Super. So. Aber das wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger hier. Denn jetzt muss ich irgendwie das schaffen, da so eine doofe Kurve zu fahren. Und das vor allem auf dieser Schräge. Ich muss jetzt auf dieser Schräge wenden. Das wird natürlich ein Spaß hier. Oh, hau auf. Ja, hinten fahre ich jetzt gleich schon gegen, aber das ist ja egal, wir haben ja keinen Anhänger dran. Das ist ja nur der LKW, da ist mir das scheißegal, ob der jetzt hinten irgendwie gegen einen Sandhaufen fährt, vor allem weil es halt nur ein Sandhaufen ist. So, da stoße ich sonst gleich vorne gegen. Das soll so nicht sein. Jetzt aber. So. Das müsste gehen. Gut. Jetzt ein bisschen vorwärts. Das ist schon hier eine harte Nummer. So. Oh Gott. Okay, Handbremse an. So. Und jetzt hier rückwärts hoch. Und jetzt irgendwie daran rangieren. Ah, das sieht ganz gut aus hier. Jetzt würde es funktionieren. Sehr gut. So stelle ich mir das vor. Gut, wir können losfahren. Hoffentlich. Kommt er mit, der Anhänger? Ja, doch, er kommt mit. Es sah gerade ein bisschen aus, als wollte er nicht so richtig mitkommen. Oh Gott! Was ist denn da hinten los? Wo steckt denn der jetzt fest? Ach du Scheiße. Was ist nun passiert? Das sieht ganz kritisch aus. Fuck. Ich muss irgendwie gehen. Ja, es geht gut. Bin da irgendwie wieder losgekommen. Gut, gut. Irgendwie geht's ja dann doch immer. Oh Gott.
Oh, was, das ist auch schon wieder eine Kuhle. Warum ist das hier alles voller Kuhlen? Das geht doch gar nicht. Scheiß Baustelle. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier vernünftig rumkommen soll, dass ich mit dem Anhänger da über diese Dinger komme hier. Doch, so passt das. So. Endlich. Endlich auf der Straße und alles in Ordnung. Schön, dass wir eine richtige Hupe inzwischen haben. Also so eine Fanfare. Weil das geht gar nicht. So. Ich bin schon wieder so leise, ne? Oh, ich glaube das nicht. Ich finde das echt schlimm. Das Ding ist, ich hatte es ja letztes Mal schon ein bisschen angesprochen. Ich habe jetzt aktuell schon echt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber das ist halt eigentlich schon ganz schlimm. Ich müsste mich eigentlich schämen dafür. Diese Tug wird jetzt nicht. Ich will den Ständer hier nicht drehen, weil schon wieder was im Weg liegt. Ich hasse das echt. Immer wieder. Das ist so eine doofe Drehplatte. Jedes Mal wieder rutscht die da irgendwie hin. Ich stelle die da immer wieder an den Rand. So. So, jetzt ist das Mikrofon vielleicht ein bisschen besser ausgerichtet, aber auch noch nicht viel. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht wirklich. Das Problem ist nämlich, dass das Mikrofon hier mit der Erdung und so gerade eigentlich hier überhaupt nicht klappt. Eigentlich ist das so nicht ganz vernünftig. Hier sind nämlich schon die ganze Zeit halt derbe die Störgeräusche im Soundsignal drin, was halt eigentlich überhaupt nicht geht. Was mich sehr ärgert, dass das so ist. Aber irgendwie, ja, anders kriege ich halt überhaupt nicht, komme ich halt überhaupt nicht auf die richtige Lautstärke und das ist halt ein bisschen ätzend. So, jetzt versuche ich halt mal wieder lauter zu reden, aber, okay, ihr seht es da jetzt in der Perspektive, sieht man es jetzt nicht ganz so von euch aus, da bei der Webcam, aber im Prinzip, ich habe das Mikrofon schon echt mehr oder weniger direkt in der Fresse. Das ist, ich weiß nicht, was los ist. Weil wie gesagt, ich habe halt eigentlich schon die Rauschgrenze erreicht. Und eigentlich kann es halt nicht sein, weil es ist halt ein... okay, da es halt ein Großmembran-Kondensatormikrofon ist, bedeutet das zwar, dass es... dass das Mikrofon natürlich leichter Nebengeräusche aufnimmt. So, aber das Brummen, was ich hier drin habe, ist halt eben hier... ist halt eben ein Störgeräusch. Das halt im Tonsignal irgendwie drin ist durch Erdung oder sonst irgendwas, also die halt irgendwie fehlt. Und da kann das eigentlich nicht sein, dass, also gerade bei so einem empfindlichen Mikrofon, kann das eigentlich nicht sein, dass sowas dann erst so laut werden muss, damit man mich in einer vernünftigen Lautstärke hört, weil gerade das tut ja eben halt ein empfindliches Mikrofon, nämlich ja, empfindlich sein. So, und das ist es dann ja nicht, wenn ich das so laut drehen muss, damit man mich hört. Also, so.
Das Ding ist, ich müsste halt hier eigentlich mal aufräumen. Würde ich aufräumen, dann könnte ich das halt auch alles nochmal ganz neu, die Kabel verlegen. Dann könnte ich das auch vielleicht ein bisschen reparieren. Aber es würde halt noch nicht ändern, dass ich irgendwie im Moment halt diese Lautstärke-Probleme habe. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu leise geworden. Also vielleicht muss ich auch einfach lauter reden. Ja, ich versuche es zumindest. Ich versuche lauter zu reden und dann ist es halt eigentlich auch okay. Also eigentlich ist es halt auch besser einfach, wenn ich lauter rede, weil ja, dann ist halt die Qualität so oder so höher. Egal, was ich für ein Mikrofon benutze, die Qualität wird immer höher sein. Wenn man es nicht so laut aufdrehen muss, ne? Das ist halt klar, weil dann halt definitiv kein Rauschen und nichts da reinkommt. So, da ist jetzt frei. Das heißt, wir wechseln mal die Spur. Rechtzeitig, denn hier ist eine Ampel und sonst denkt man, ich könnte vielleicht nach rechts abbiegen wollen. Used Cars. So, so. Okay. Also so heißt der Laden, ne? Das steht da hier, okay. Aber ja, das ist natürlich, wenn der Laden okay heißt, da weiß ich ja nicht, ob die Autos dann so okay sind, die gebrauchten. Das macht mich ja skeptisch, ehrlich gesagt. Muss ich zugeben. So. Habe ich vielleicht ein bisschen früh geschaltet. Scheinwerfer sind dunkler als die der anderen. Aber kann eigentlich nicht sein. Und hier dürfen wir sogar 80 fahren. Was ist denn los? Cool. Das ist ja mal was ganz anderes. Vollgas geben. Okay, da geht es allerdings schon wieder runter. Das heißt, ich muss schon wieder... Oh Gott! Alter, wer hat sich denn die Abfahrt ausgedacht? Alter, da war jemand aber auch irgendwie dezent bekloppt, ne? Da fährst du da gerade so mit 80, ne? Mit 80 Meilen pro Stunde fährst du da längs und dann kommt da so eine Ausfahrt, die dann, irgendwie so eine ganz, 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 ganz kurze Ausfädelungsspur hat. Das ist ja nun nicht so ganz schön. Von mir ist er noch wieder 70, ne? Und ich meine, das muss ja auch, also auch jeder, der dann jetzt von hinten kommt, so, ich meine, ich bin da, als da niemand war, bin ich jetzt da abgebogen, aber ich meine trotzdem, der Nächste, der kommt, wenn er auch nur ja, ein bisschen näher dran war. So. Also jemand, der halt direkt danach gekommen ist, nachdem ich abgebogen bin. Ich meine, der muss trotzdem eine Vollbremsung hinlegen, so wie ich hier dann langsam wieder loszuckeln muss. Möglichst, um nicht auf so niedrige Drehzahlen zu kommen, hier drin zu bleiben momentan, in dem also na, auf der Geschwindigkeit hier zu bleiben tatsächlich. Voll auf dem Gas. Trotz, dass es in den Kurven teilweise ein bisschen eng wird, aber nicht zu sehr, finde ich. Ich finde, es ist in Ordnung. Das Problem ist, dass das Mikrofon, also das merke ich jetzt gerade hier so, also ich, weil ich mich ja auch selber ein bisschen hören kann. Man, ich merke halt so, hier so ist es halt viel besser, ne? Und so ist es halt nicht so gut. Das Ding ist halt, dass das Mikrofon
nach oben und unten keinen besonders großen Winkel hat. Und das ist halt eigentlich ein bisschen schade. Das ist halt andererseits auch wieder gut, weil das heißt, das Mikrofon ist relativ gerichtet. Aber ehrlich gesagt ist es mir... Also... Das Mikrofon ist halt nicht das Beste. Ne? Es ist halt eigentlich nicht gerichtet genug, um keine Nebengeräusche aufzunehmen. Aber es ist halt zum Beispiel zugerichtet, als dass man mich hier jetzt richtig vernünftig hören kann. Bloß weil ich so leicht versetzt unter Mikrofon sitze und ich habe es halt schon eigentlich so schräg angekippt, dass im Prinzip dieser Kegel auf meinen Mund zeigt. Also den man sich jetzt hier so denken würde, ne? Nur mein Lenkrad oder ist es im Spiel, dass der LKW hier so schön so zu klappern anfängt? Ich kann das ganz schwer beurteilen, weil das Force Feedback im Lenkrad, das halt hier also es ist nicht schlecht, das ist ein ganz gutes Force Feedback von American Truck Simulator, aber das Force Feedback ist so, dass es ja, das Lenkrad halt ganz schön zum Klackern bringt. Also. Jetzt schon fast, nee, das ist nur jetzt so eine Zwischenstadt gewesen, ne? Wir sind noch nicht fast da. Oh, eine schicke Strecke. Das muss ich schon sagen, aber ich meine, alle Strecken sind hier eigentlich schick. Also das muss ich sagen, die Strecken sind wirklich, wirklich schön. Ich freue mich halt richtig auf das Map Rescaling, wenn die dann halt noch schöner werden, weil sie einfach dann länger sind. Und da muss ich jetzt vorsichtig sein, da überschreite ich fast schon die 70 mph, ne? Die Meilen pro Stunde. Während 70 km/h dann wird mich das reichlich wenig jucken, beziehungsweise, na gut, wenn da so eine Begrenzung ist, wird es mich schon jucken. Das wäre absolut unberechtigt, wenn hier eine Begrenzung auf 70 km/h wäre. Obwohl, muss man sehen, ne? Also teilweise, das ist ja eben gerade das Problem, dadurch, dass die Map halt ja so klein ist, ist es teilweise schon hier, dass man manche Kurven bei manchen Kurven echt so auf 80 abbremsen müsste. Also jetzt km/h. Was dann halt 50 Meilen wären pro Stunde. Leuchtet. Ja,
Erstaunlich, dass hier trotzdem noch 70 sind. So, jetzt aber flott. Bevor wieder was kommt. Hat aber gut geklappt. 80 sind die auch wieder erlaubt. Sehr gut. Da natürlich erstmal hinkommen wieder. Das ist ja nicht ganz so einfach. Aber es geht. Mann, das ist voll schwer. Ich muss echt üben, lauter zu sprechen hier. Ich weiß nicht, früher hat das immer hingehauen. Also ich fand bei meinen ersten Let's Plays war ich lauter. Obwohl, es hängt halt doch so ein bisschen davon ab, so wenn man, gerade wenn man halt einen LPT macht, so zum Beispiel bei The Forest, da ist man generell lauter. Das geht wesentlich besser, weil man sich halt unterhält und meistens lacht man halt über irgendwas, macht irgendwelche Witze oder so, irgendwelche richtig schlechten Witze und sowas, und da ist man halt einfach laut dabei, so. Und eigentlich tendiere ich auch dazu, ziemlich laut zu sein. Aber hier in diesem Spiel ist es halt so oft so, dass ich halt einfach nur so vor mich hin erzähle. Und da habe ich halt echt Probleme, das in einer vernünftigen Lautstärke zu tun. Da werde ich meistens sehr leise und ich merke auch, ich bin da teilweise sehr undeutlich dann entsprechend auch. Aber andererseits ist es halt auch so gut, auch wenn es hier jetzt teilweise hinderlich ist, je öfter man sowas macht, desto mehr übt man es. Das ist auch generell nicht schlecht. Also ich meine, wenn man halt hier so Let's Play-Videos macht, es kann halt nicht schaden vom Sprechen her, weil das, also so in einer vernünftigen Lautstärke und zu sprechen, das übt man dabei auf alle Fälle. Oh, ich wollte ja blinken. Immer noch ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja nach wie vor einen langen Anhänger heute dabei. Ja, okay, ich schalte wieder hoch. Ja, da muss ich immer dran denken, dass das hier bei den LKWs ein bisschen anders ist. Ich will halt immer, so wie beim normalen Autofahren, ich will halt immer mal beim Linksabbiegen und auch generell halt beim Abbiegen, will ich halt immer einen zweiten Gang runterschalten. Aber wenn man das hier macht, dann ist man schon. Fuck! Ach, das war so klar, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das Ding hier ABS hat. Also der Truck wird wahrscheinlich ABS haben, aber ich weiß nicht, ob das im Spiel implementiert ist. Dass wenn ich jetzt mit viel Kraft, also mit viel Schwung, sage ich mal, jetzt auf die Bremse getreten hätte, dass er dann auch wirklich direkt stehen geblieben wäre. Ich weiß nicht, ob das so gewesen wäre. Wenn wir mal ganz dreist sind, ich mache mir hier mal gerade ein bisschen Abstand zu denen. Und dann, obwohl, wir können das ja gleich mal einfach auf so einem Truckhof da irgendwie, können wir das ja gleich mal ausprobieren. Ich will das gleich mal wissen. Also machen wir das gleich mal. So, dann wird die Folge halt auch heute mal nicht so lang. Okay, wir machen dann halt zwar, dann ist es zwar nur ein Auftrag, aber ich denke, das ist okay. Sonst wären die Folgen immer so lang und so hat man dann trotzdem noch was in der Folge gemacht, irgendwas Interessantes rausgefunden. Also ich hoffe, dass es euch auch halbwegs interessiert. Also ich dachte eben gerade erst, da steht ATM und ich dachte so, okay, so ein Riesenschild für einen Bankautomaten. Alles klar. Also hier muss ich irgendwie hin. Aber die Frage ist, wo muss ich hier hin? Ah, da hinten erst. Das ist jetzt spannend. Hier war ich, glaube ich, noch nie tatsächlich. Ich denke mal, hier muss ich rein. Ist das mein Anhänger? Ja, scheinbar. Oh nein! Nein, ich will nicht. Ich will nicht.
nicht weiß, was das für ein Ding ist. Huch, nein, cool. Nehme ich. Okay, ich habe mich vertan. So, ich werde es mal wieder mit, wie immer, mit meinem Trick machen, wobei ich eigentlich letztendlich jedes Mal eigentlich LKW und Anhänger kaputt mache, weil das hier eigentlich echt zu schmal ist, um da vernünftig reinzufahren. Ich lande halt fast immer mit dem LKW da an der Stange. Aber ja, ist halt Schicksal. So. Ja. Das Problem ist, dass ich nämlich weiter rum muss. Das ist halt hier natürlich echt kritisch, weil... Vielleicht bin ich mit dem LKW da drin. Ah ne, gut, 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 das hat gepasst. Ist da sonst irgendwo hier was denn, was da noch daneben steht? Ne, ich glaube nicht, ne? Gut, das heißt, es sollte passen eigentlich auch. Eigentlich müsste es hier hinhauen, ne? Na, bin ich doch irgendwo gegengefahren oder was? Ich kann das so schwer beurteilen hier. Und da ist das Ding, okay. Also eigentlich. Das Blöde ist halt, dass hier um diese blöde Laterne oder was das hier ist, noch so eine Kante unten rum ist. So ein blöder Kantstein, das ist halt. Macht das Ganze halt echt ein bisschen ätzend. So. Nein, ach fuck. In die Richtung wollte ich nicht lenken. Ich wollte tatsächlich dahin. Ich wollte weiter in so einer Kurve hier rumfahren. Hier schön um die Laterne rum. Du schaffst das über den Kantstein, ja. Genau, das ist nämlich der Trick. Man muss halt irgendwie diesen Kantstein schaffen. Und dann kann man eigentlich theoretisch. Sollte man so da reinkommen können. Oh. Okay, das. Ich weiß, es funktioniert alles nicht so richtig gut. Machen wir es halt anders. Dann muss es halt eben doch wieder seitwärts sein, so wie die sich das eigentlich wünschen. Muss ich ein bisschen weiter nach da, sonst habe ich nicht genug Platz zum Ausholen. Das kenne ich schon. Das ist nämlich so das gängige Problem. So, und ich hatte halt nämlich erst Angst, ich müsste da sogar rein, hier in dieses ganz bekloppte Teil. Das wäre nämlich für mich der Horror gewesen. Aber das muss ich halt zum Glück nicht. Das ist ja ganz gut. So, Stab. Erstmal jetzt da gucken. Gut. Hier passt. Was dreht denn jetzt schon so weit ein? So. Oh, was macht der da? Ja, toll, jetzt bin ich hier schon wieder an der Kante bereits. Und kann da natürlich wieder nichts sehen. Das ist wieder. Halleluja. Hallo! Boah, das steckt ja da schon wieder. Das ist so blöd mit dem Clipping. Der irgendwie fährt er sich dann hier halt immer auf irgendwelchen komischen kleinen Kanten und so fest, dass ich hasse es. So. Ich hätte in die andere Richtung fahren sollen. Hätte es nicht ein Anhänger sein können, wo man wenigstens ein bisschen dran vorbeigucken kann. Ich meine, klar, ich hätte den kürzeren nehmen können. Hätte ich auch machen sollen. Was wusste ich natürlich vorher wieder nicht. So, jetzt sollte ich aber dringend einschlagen. Und jetzt bin ich gleich schon wieder an der Kante dran, das sage ich euch. So. Ja. Jetzt muss ich ganz doll zurück, sonst ist der Anhänger gleich ab. Das wird nix. Kann ich so schon sagen. Oh fuck, wie komme ich jetzt da wieder rum? Wenigstens. Ich würde halt eigentlich jetzt wenigstens wieder zurückkommen, dass ich dann in die andere Richtung fahren kann. Habe ich mir wieder ein bisschen anders vorgestellt hier. Das ist immer ein bisschen schwierig. Man muss die, eigentlich müsste man die echt ein bisschen auswendig lernen. Was man sich wo erlauben kann, hier bei welchem
Dings. Bei welchem Rangierplatz. So. Das wird so nix, aber dann fahren wir eben halt tatsächlich in die Richtung einmal. Das sollte wesentlich besser klappen. Weil auf der Seite haben wir nicht so viel daneben, was stört. So, jetzt muss ich nur kurz checken, in welche Richtung muss ich denn jetzt den LKW. Der steht doch eigentlich jetzt in die richtige Richtung geknickt, ne? So. Und da muss er irgendwie hin. Und im Moment. Wo ist mein Anhänger? Hä? Oh, da sollte er halt eigentlich gar nicht sein. Okay. Aber egal. Das wird jetzt ganz kritisch. Denn jetzt kann ich gar nicht mehr sehen, wo ich hinfahre. Alter. Ich drehe gleich durch. So, könnt ihr jetzt bitte mal gerade hinter mich kommen, der Anhänger. Bitte einfach mal. Hier gleich zum LKW. Das ist doch nicht wahr. Oh, wieso kommt dieser Anhänger da nicht mit rum? Jetzt muss ich da erst nochmal reinfahren. Das ist hier ein Rumrangieren. So, vielleicht schaffe ich es auch so. Vielleicht dann muss ich halt. Vielleicht geht das sogar, dass ich eine Zickzack-Taktik anwende. Es könnte funktionieren. Muss nicht, kann. Wenn ich gut bin. Wenn ich gut bin, funktioniert so eine Zickzack-Taktik. Stopp, das war nicht. Das war zu weit rum. Zu weit zurück. So. Das wäre halt sehr cool, wenn es funktioniert, diese Zickzack-Taktik. Jetzt müsste es halt eigentlich. Müsste ich dann so langsam zurück. Ist das da die Bucht? Ja. So. Und jetzt viel langsam die Richtung gucken, dass ich da jetzt diesmal nicht entgegenfahre. Noch ein Stück weiter hier so. So, stopp. Jetzt muss ich wieder ein bisschen nach vorne kommen. So. Dann ist dahinter gar nichts. Ist da gar keine Wand da oder so? Dann wäre es eigentlich jetzt ziemlich easy. So, das möchte ich aber noch ein bisschen korrigieren hier. Ich weiß, dass ich jetzt theoretisch drin bin, aber ich möchte nicht ganz so schief mit dem LKW stehen. So. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt nicht ganz einfach, aber es hat geklappt. So. Ja, jetzt schön. Jetzt klingt das Video sehr laut, wenn ich direkt vor dem Mikro sitze. Aber das Problem ist immer, wenn ich halt jetzt zum Beispiel hier so drunter gehe und das Mikro hört man halt kaum noch, ne? Das ist halt. Ja, das ist halt aber so das generelle Problem natürlich.
Das ist egal, was ich da für ein Mikrofon nehme. Es sei denn, ich nehme ein Kugelmikrofon, aber das wäre total Panne. So. So, aufgestiegen sind wir nicht oder so, ne? Ne. Sonst wäre hier irgendwie eine Meldung. Was wollte ich so? Ich wollte ausprobieren. Ich wollte jetzt. Einmal wollte ich jetzt tatsächlich so eine. Ich wollte so eine Vollbremsung, wo das ABS eingreift. Sowas wollte ich jetzt mal ausprobieren. So, das machen wir jetzt mal. Wir sind hier zwar nicht auf dem ADAC-Testgelände, aber ich glaube, das Ding hier geht auch. So. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir müssen ja nicht allzu schnell sein. So. Ja, also es scheint zu funktionieren. Gut, das ist jetzt nicht so toll im Spiel implementiert. Also soundmäßig ist es ein bisschen zu wünschen übrig, wie der LKW einfach so ganz chillig stehen bleibt. Das tut weh. Dieses, wie toll das ist, der in den Grenzer geht, aber ich kann halt nicht hochschlagen. Jetzt, also ich muss jetzt nochmal ganz hinten ran und probieren wir es jetzt nochmal gleich. Wir versuchen jetzt nochmal gleich in den dritten Gang hochzukommen, dann geht das Salz ein bisschen besser und flüssiger. So. Guck mal, unsere Lichter funktionieren auch. Haben wir den Test auch gleich mal gemacht, weil es ADAC-Tag hier. Ah, naja. Das ist grenzwertig. Es ist grenzwertig. Gut, aber so bleiben wir jetzt hier erstmal stehen. Und, ja, das ist es dann erstmal für diesen Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dann, Leute. Und tschüss.